Hallo und herzlich willkommen bei pfefferminzia.de. Wir sind hier auf der AMC Frühjahrstagung und bei uns zu Gast ist Herr Rüskamp, Vertriebsdirektor bei der Provinzialversicherung. Hallo Herr Rüskamp, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, vielen Dank. Lassen Sie uns gleich anfangen mit der ersten Frage. Welche Bedeutung hat der Maklervertrieb für die Provinzial? Welchen Anteil am Neugeschäft schafft dieser Kanal? Ja, ich freue mich sehr, weil der Vertriebsweg Makler wächst und gewinnt stetig an Bedeutung im Hause der Provinzial Rheinland. Und aktuell sind wir allerdings noch klein. Wir haben ungefähr einen Anteil am gesamten Vertriebsergebnis von etwas unter 10%. Ich sage mal so 8%, da werden wir ungefähr mit hinkommen. Was sind denn Ihre Kernzielgruppen, die Sie über den Maklervertrieb erreichen wollen? Wir haben uns deutlich aufgestellt in Richtung allgemein gesprochen Firmengeschäft. Also wir beschäftigen uns mit Gewerbe, Industrie, Flottengeschäft, Hausverwaltungs- und Wohnungswirtschaftsgeschäft und so Spezialthemen wie Landwirtschaftsgewerbe bedienen wir eben auch. Sie haben es gerade schon gesagt, das ist ein sehr breites Feld heutzutage geworden. Es gibt auch seitens des Gesetzgebers immer mehr und immer größere Regulierungen und Ansätze, den Markt eben auch zu bereinigen. Welche Vertriebsunterstützung leisten Sie denn, damit der Vermittler bei Ihnen eine Unterstützung dabei erhält, diese Herausforderungen zu meistern? Weil wir eben so fokussiert sind auf Geschäftsführer, glauben wir ganz klar daran, dass wir die Maklerkolleginnen und Kollegen auch persönlich unterstützen müssen. Also das heißt, wir pflegen das persönliche Ansprechpartnerprinzip, sei es in Schaden, in Betrieb, aber auch im Vertrieb gibt es persönliche Ansprechpartner, über die wir letztendlich die Maklerkolleginnen und Kollegen auch bedienen wollen. Letzte Frage an Sie. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht? Was kann man dann als Vermittler tun oder gerade eben auch als Makler, vielleicht auch als Einzelmakler, um sich diesen Herausforderungen heute wirklich eben auch nachhaltig und erfolgreich zu stellen? Denn Sie haben es ja gerade selber gesagt, es werden immer mehr Baustellen, aber irgendwo die Lösungen wären halt eben nicht vielfältiger. Eigentlich müssten Sie diese Frage Maklern stellen und nicht einem Versicherervertreter, richtigerweise. Allerdings, ich persönlich glaube ganz einfach daran, dass es heute nur über Spezialisierung geht. Ich glaube, wer sich da fokussiert auf spezielle Kundengruppen, auf Zielgruppen, der wird den Herausforderungen der Zukunft auch gewachsen sein. Ja, vielen Dank, Herr Rüskamp. Vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit für unser Interview genommen haben. Wir wünschen Ihnen noch ein inspirierendes AMC-Meeting. Vielen Dank.